Liebe Schwestern und Brüder in Christus, wie wir jeden Tag auf dieser Facebook-Seite des Klosters sehen und hören können, hält unser Erzbischof Mor Felixinus Matthias Naisch täglich aufs Neue Live-Vorträge über verschiedene Themen. Täglich werden auch Gottesdienste live aus dem Kloster Mor Jakob ausgestrahlt, um uns alle in dieser schwierigen Zeit des Coronavirus geistig zu nähren und zu stärken. Seine Eminenz hat es aber für wichtig erachtet, dass Vorträge auch auf Deutsch geschrieben bzw. mündlich gehalten werden, weil manche seiner Gläubigen der aramäischen Sprache nicht mächtig sind. Ich halte deshalb diesen Vortrag auf Deutsch, damit auch die Gruppe, die der aramäischen Sprache nicht mächtig ist, ebenfalls erreicht wird. Das heißt aber nicht, dass die anderen diesen Vortrag sich nicht anhören dürfen. Ich bin in meinem letzten schriftlichen Vortrag über die Gnade in Bezug der Heiligen Sakramente etwas auf die Eucharistie eingegangen und seine Eminenz, Mor Felixinus, hat gestern einen Live-Vortrag über die Eucharistie auf Aramäisch gehalten. Ich möchte nun mit diesem Beitrag euch die Bedeutung der Eucharistie auf Deutsch in ein paar Minuten erklären. Was ist Eucharistie? In der Eucharistie kann man Leib und Blut Christi empfangen. Und deshalb ist die Eucharistie mehr wert als alle materiellen Güter dieser Welt. Denn durch die Eucharistie ist Christus wahrhaft gegenwärtig. Das ist unbezahlbar, wenn man bedenkt. Das ist auch unendlich kostbar. Die Eucharistie wird an Sonn- und Feiertagen gefeiert, da Jesus Christus beim letzten Abendmahl, das heißt am Donnerstag der Mysterien, der Geheimnisse, und das ist immer der Donnerstag vor Ostern, Brot und Wein genommen hat und die Worte gesprochen: Das ist mein Leib und das ist mein Blut. Nun hat Jesus Christus seinen heiligen Aposteln, und das gilt bis heute auch uns, im Lukas-Evangelium aufgetragen, dies zu seinem Gedächtnis zu tun. Es heißt darin: Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach es und reichte es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Lukas Evangelium, Kapitel 22, die Verse 19 bis 20. Lest euch bitte diese Worte unseres Herrn im Lukas Evangelium selbst durch. Er hat nicht gesagt, dass das symbolisch gemeint ist, sondern dass es genauso ist. Und das macht die Kirche bis heute. In der Eucharistiefeier werden am Altar die Gaben von Brot und Wein gewandelt. Die Eucharistie, das heißt Leib und Blut Christi, sieht aus wie Brot und Wein, schmeckt so und fühlt sich so an, aber es ist nicht mehr Brot und Wein. Es hat zwar deren äußere Gestalt, aber es ist durch die Wandlung wahrhaft Leib und Blut Christi geworden. Die Gestalten bleiben, aber die Substanz wird gewandelt. Die Gegenwart Jesu unter den Gestalten von Brot und Wein nennt man Realpräsenz. Diese reale Präsenz Jesu ist wahrhaft und wirklich, aber anders als bei materiellen Dingen. Wenn man also materielle Dinge, zum Beispiel Brot, in der Mitte teilt, hat man zwei Hälften. Wenn man das eucharistische Brot, zu aramäisch Tabor, bricht, dann hat man nicht Jesus zerteilt, sondern die äußeren Gestalten. Denn Jesus ist in der Eucharistie
zwar wahrhaft gegenwärtig, aber nicht nach der Art materieller Dinge. Vielmehr ist er wahrhaft und in jedem Teil, zu Aramäisch Gmorto, ganz gegenwärtig und damit gleichzeitig auf der ganzen Welt in der Eucharistie. Die reale Gegenwart, die Jesus in diesem Sakrament uns gestiftet hat, ist ein großes Geschenk für uns, liebe Schwestern und Brüder in Christus. Er hätte es nicht tun müssen, aber indem er sich nun uns unter der Gestalt von Nahrung schenkt, sagte er uns Menschen, dass er es ist, der unsere Seele nährt und kräftigt. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, wir alle sehen das Fest der Auferstehung Jesu Christi in diesem Jahr im Zeichen der Corona-Krise mit Sorgen, aber auch mit Zuversicht, da Gott an unserer Seite steht und uns hilft. Deswegen, mit Christus verbunden zu sein, sind wir geborgen, was auch immer kommt, was auch geschieht. Wir wissen, dass Christus, der Auferstandene, bei uns ist. Er ruft uns allen zu, ich lebe und ihr sollt auch leben. Johannes Kapitel 14, Vers 19. In diesem Sinne wünsche ich euch im Namen unseres Erzbischofs, Mor Felixinus Matthias Naisch, und des der syrisch-orthodoxen Diözese in Deutschland, und dazu zähle auch ich, allen Christinnen und Christen im deutschsprachigen Raum und auch weltweit, die am kommenden Sonntag das Fest der Auferstehung unseres Herrn Jesu Christi feiern, trotz der Corona-Krise ein gesegnetes, lebendiges und fröhliches Osterfest. Das Leben zu feiern und zu spüren ist stärker als alle Erstarrungen. Wir feiern das Osterfest am 19. April. Bleibt allzeit in Gott beschützt und behütet. Amen. Pfarrer Elio Celik.